Die beiden Jurassic World Filme sind nicht nur die erfolgreichsten Filme der Reihe, sondern auch zwei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Auch ein weiterer Film ist bereits bestätigt, der soll 2021 in die Kinos kommen. Wir zeigen euch nochmal, was ihr vor dem dritten Teil unbedingt wissen müsst. Aber Achtung, es folgen Spoiler zu den ersten beiden Jurassic World Filmen. 22 Jahre nachdem der ehemalige Jurassic Park geschlossen wurde und der Gründer John Hammond gestorben ist, wurde im Süden der Isla Nublar ein gigantischer Park im Stile des Jurassic Park eröffnet. Doch der neue Park bietet neue, unglaubliche Attraktionen. So kann man einem Tyrannosaurus Rex bei der Fütterung zuschauen oder mit einer Magnetbahn und steuerbaren Kugeln durch die Gehege fahren und den Sauriern ganz nahe sein. Noch näher geht das nur im Streichelgehege mit sehr kleinen Urzeitecks. Claire Dearing wird von ihren Neffen Gray und Zack besucht. Sie hat jedoch kaum Zeit für die beiden, weshalb sich ihre Assistentin Sarah um die Kinder kümmern muss. Claire stellt dem Besitzer des Parks, Simon Nasrani, die neueste Errungenschaft des Parks vor, den Indominus Rex, eine Mischung aus T-Rex-DNA und der DNA verschiedenster anderer Tiere. Ein erneuter Zwischenfall wie der mit dem T-Rex soll jedoch verhindert werden, indem der neue Saurier-Hybrid ein ganz besonderes Gehege erhält, welches von dem Wildhüter Owen Grady begutachtet werden soll. Der wird deshalb ausgewählt, weil er für das Training der Velociraptoren zuständig ist. Die sollen gegen seinen ausdrücklichen Wunsch als Werkzeuge der Armee eingesetzt werden. Als Grady dann das Gehege im Beisein zweier Techniker begutachtet, finden sie Kratzspuren, was auf das Ausbrechen der Super-Echse hindeutet. Dearing lässt den Saurier daraufhin orten und es stellt sich heraus, dass der Indominus Rex sich noch im Gehege befindet. Der tötet daraufhin die beiden Techniker und bricht tatsächlich aus. Statt den Park sofort zu evakuieren, ordnet der Leiter an, den Saurier wieder einzufangen und nur den nördlichsten Teil des Parks zu schließen. Die beiden Jungs, Gray und Zack, sind ihrer Aufpasserin entkommen und ignorieren die Evakuierungsanordnung, um mit einer Kugel durch die Gehege zu fahren. Da treffen sie dann auch auf den Indominus Rex, der die Kugel zerstört und die Kinder beinahe tötet, worauf sich Dearing und Grady auf die Suche nach ihnen machen. Durch einen Unfall wird auch das Gehege der Flugsaurier beschädigt. Diese fliegen zum Hauptbereich des Parks und attackieren die dort stehenden Besucher, woraufhin Panik ausbricht. Nachdem der Leiter des Parks bei einem Helikopterabsturz umkommt, übernehmen die militärisch organisierten Mitarbeiter die Kontrolle und sie ordnen an, dass die Raptoren dazu eingesetzt werden sollen, um den Indominus Rex zur Strecke zu bringen. Die Raptoren jedoch greifen den Indominus Rex nicht an, stattdessen kommunizieren sie mit ihm und attackieren stattdessen die Mitarbeiter des Parks. Danach scheint es so, als wollen die Raptoren Grady anfallen. Der jedoch gewinnt das Vertrauen von Blue, dem Alpha-Tier der Gruppe, zurück und die greifen dann den Indominus Rex an, werden jedoch überwältigt. Um den Kampf dennoch zu gewinnen, befreit Dearing den Tyrannosaurus Rex und lockt ihn zum Indominus Rex. Der Kampf der Giganten endet dann damit, dass der Indominus Rex von dem im Wasser lebenden Mosasaurus gefressen wird. Auch der zweite Teil der Jurassic World Reihe hat es auf die Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten geschafft. 3 Jahre nachdem die Jurassic World zerstört wurde, droht auf der Isla Nublar ein Vulkan auszubrechen. Jetzt stehen die Menschen vor einer sehr wichtigen Frage. Sollen wir die Dinosaurier auf der Insel retten oder diese einfach sterben lassen? Der US-Senat entscheidet sich zwar dafür, die Saurier auf der Insel sterben zu lassen, doch Mills plant eine Expedition auf die Insel. Gemeinsam mit Dearing und Grady begeben sie sich also erneut auf die Isla Nublar. Grady gelingt es dann tatsächlich, Blue zu orten. Die bewaffneten Jäger jedoch versuchen trotz Gradys Warnung, den Raptoren zu betäuben. Blue wird angeschossen und verschleppt, Grady wird im Urwald zurückgelassen. Als er wieder zu sich kommt, bricht der Vulkan aus. Grady und Dearing entkommen dem Ausbruch nur knapp und müssen dann mit ansehen, wie diverse Dinosaurier von den Trophäenjägern Ken Wetley auf seinen Frachter verladen werden. Sie schmuggeln sich ebenfalls auf das Schiff, um der Insel zu entkommen. Als sie wieder auf dem Festland ankommen, stellen sie fest, dass die Dinosaurier nicht auf einer neuen Insel angesiedelt werden sollen, sondern bei einer Auktion versteigert werden. Auch der genetisch veränderte Indoraptor soll versteigert werden. Grady und Dearing lassen gefährliche Saurier während der Auktion frei, was Chaos verursacht. Wetley betäubt den Saurier erneut, um ihm einen Zahn für seine Sammlung zu ziehen, der jedoch erwacht wieder und ermordet den Jäger. Grady, Dearing und Lockwoods Enkelin Macy treffen auf Mills, der den dreien offenbart, dass es sich bei Macy um einen Klon von dessen Tochter handelt, die früh verstorben ist. Dann greift der Indoraptor die Gruppe an und Macy flieht in ihr Zimmer. Der Indoraptor verschafft sich Zugang zum Zimmer und kann nur von Grady und dem wiedererwachten Blue gerettet werden. Während des finalen Kampfes stürzen Blue und der Indoraptor durch ein Glasdach und letzterer wird auf einem Triceratops-Schädel aufgespießt. Aufgrund des austretenden Cyanwasserstoffs schweben die gefangenen Dinosaurier in Lebensgefahr und sollen zum Sterben zurückgelassen werden. Macy jedoch rettet mit Verweis auf ihre eigene Existenz die Saurier, die dann freigelassen werden. Am Schluss sehen wir dann noch den T-Rex, der in einem Zoo einen Löwen anbrüllt. Freut ihr euch schon auf den dritten Jurassic World Film? Verratet es uns!